im Deutschen ruhen auf Aqua und sind nur geblieben. Also zum Beispiel Mamnat. Mamnat ist nicht Dagat. Die Gewohnheit sagt, die rechte Hand hart in die linke und die linke weich in die rechte. Mamnat sagt das umgekehrt. Mamnat sagt, die rechte ist hart, weich machen. Die linke ist weich, hart machen. Er gibt auf Mamnat Dagat. Das ist Mamnat. Jetzt Dagat. So, wenn ich jetzt feststelle, dass Dagat nicht Mamnat wird, dann merke ich, eine Hand wird hart und eine bleibt weich. Er gibt eine durchgezogene Linie und zwei unterbrochene Linien. Er gibt Kern. Wenn zum Beispiel Isa ist eine Hand. Beide Hände mal hart, mal weich. Mal mache ich es gerne so, mal mache ich es gerne so. Er gibt Lee. Ein Yang, ein Ying und ein Yang. Also eine durchgezogene Linie, eine unterbrochene Linie und eine durchgezogene Linie. Wenn ich jetzt zum Beispiel erst Synologie kennenlerne und dann Ruhm, dann denke ich, E ist Schriftzeichen, E ist Ziel. Das ist an und für sich weitreichend genial. Wenn ich jetzt L-Hartz mache, komme ich nicht lange auf Ziel. Wenn ich jetzt EI mache, komme ich auf E, so schreibt man E, das heißt Ziel. Dann kann ich von IE Ziel machen, ergibt Fehu, dann komme ich auf Fu, Regierungsart. Fu, E. Fu, Gerechtigkeit. Fu, I. Tien. Oh, toll, sag ich. Synologie. Dann habe ich ja Tibet in Fehu. Ja. Tibet. In Fehu ist, dass der Hammer zurückkommt. Dann habe ich Tien, Himmel, auf Sinologisch. Da war noch mal ihr Kerngedauer Studio.